Was ist denn das Besondere Ihres Buchladens? Ich denke, das ist ein Mix aus vielen. Also einerseits, dass wir jetzt sagen, wir haben die Bücher da, die nicht unbedingt auf den Bestsellerlisten ganz oben stehen. Und wir wollen halt zeigen, was es trotzdem Tolles gibt, was manchmal einfach untergeht in der Masse. Und dazu eben unsere Möglichkeit zu sitzen, einen Kaffee, einen Tee zu trinken, ein bisschen zu stöbern. Ist ja immer so ein großer Begriff, Entschleunigung. Ich glaube, das trifft das hier vielleicht auch ganz gut, wenn man sich hier hinsetzt, erstmal alles wirken lässt und dann nach und nach so diesen Laden entdeckt. Und das macht dann einem selbst auch immer Freude, wenn dann die Bücher, die wir selbst nicht so frontal präsentiert haben, dann die sind, die über die Ladentheke gehen, weil irgendwie jemand genau dieses Buch gefunden hat, obwohl er es vielleicht gar nicht gesucht hat. Herr Daya, haben Sie denn für unsere Leserinnen und Leser Buchempfehlungen, also drei Bücher vielleicht, die Sie besonders beschäftigen? Ja, nicht immer einfach, einige auszuwählen. Ich habe hier mal drei rausgepickt, die ich Ihnen gerne empfehlen würde. Das ist zum einen Sommerverschwendung von Barbara Schwarz. Ist für all jene was, die unheimlichen Wert auf Sprache legen. Also die macht sehr viel kleine Sprachspiele, ist eine österreichische Autorin. Manchmal muss man dann vielleicht mal ein Wort überlegen, was es heißt, weil es ein bisschen anderer Klang hat. Geht eigentlich um eine 7-Jährige, die das erste Mal Sommerferien erlebt und eine unheimliche Langeweile dabei entsteht. Und dadurch betrachtet sie die Welt, ihre Familie, Freunde, Umgebung und alles, was ihr sonst begegnet, aber mit so einem ganz besonderen Gefühl für Sprache. Und das macht wirklich Freude. Das andere, Juan Pablo Villalobos, Ich hatte einen Traum, ist jetzt vielleicht eher ungewöhnlich, ein Buch darüber zu lesen von Erzählungen Menschen, die über die mexikanisch-amerikanische, US-amerikanische Grenze gekommen sind. Aber wir lesen alle immer in Medien, im Fernsehen, wir hören davon, von Flüchtlingen und dergleichen. Und hier erzählen, ich glaube, es sind ungefähr 5 Personen, ihr Schicksal, das ganz, ganz unterschiedlich ist. Also von bewegend über vielleicht auch mal humorvoll und man erlebt das wirklich mit. Es ist ein dünnes Bändlein, aber wenn man es gelesen hat, dann hat man wirklich eine sehr intensive Erfahrung gemacht. Und auch schön in Halbleiden gebunden, macht halt auch Spaß für den Leser oder fürs Auge. Und zu guter Letzt ein englisches Buch, Amy Hempel, Sing to It, das sind Short Stories. Und sie ist in Deutschland relativ unbekannt, würde ich behaupten, ist aber sicherlich eine der besten Autorinnen in dem Genre. Und da sind Short Stories, die sind besser als viele Romane. Also da haben sie auf 30 Seiten wirklich Tolles gelesen und erlebt und verinnerlicht, was sie sonst manchmal auf 400 Seiten nicht finden.